Eine Legende elektronischer Musik. Kraftwerk stoßen seit den 70er Jahren mit ihren synthetischen Melodien die Musikszene an. Dabei bezeichneten sich die Düsseldorfer öfter als Multimedia-Projekt. Diese Multimedialität zeigen sie auch am 12. August, wenn sie in Harmonie mit der illuminierten Schlossfassade in Karlsruhe auftreten. Der Bühnenbau, auch auf dem Balkon, ist schon in vollem Gange. Der Schlossbalkon wurde für eine Band noch nie freigegeben. Kraftwerk hat diese einmalige Chance, die vielleicht auch so nie wiederkommt. Es wird dieses Jahr ihr einziges Konzert in Deutschland sein. Tickets gibt es keine mehr. Ein zentraler Anlass, weshalb die Band rund um den Frontmann Ralf Hütter dem Ruf der Karlsruher Marketing und Event GmbH folgt, ist aber alles andere als fröhlich. Also diese schon Sensation mit dem Kraftwerkkonzert auf dem Karlsruher Schlossplatz ist tatsächlich Peter Weibel zu verdanken. Wir hatten von Anfang an die Idee, Kraftwerk für die Schlosslichtspiele als begleitende Band, als Sensation zu gewinnen. Und es ist natürlich sehr traurig, dass Peter Weibel es nicht mehr erleben kann, denn er ist ja viel zu früh gestorben. Dennoch verbleibt eine bittersüße Note. Peter Weibel, einstiger Leiter des Zentrums für Kunst und Medien Karlsruhe, kurz ZKM, bis zu seinem Versterben im März ein guter Freund des Gründers von Kraftwerk. Das Konzert findet somit auch zu seinen Ehren statt. Wir hatten im Januar einen persönlichen Termin mit Ralf Hütter. Peter Weibel und ich haben uns getroffen, auch hier im Karlsruher Schloss. All das ist noch in persönlicher Mitwirkung von Peter Weibel entstanden. Und klar war dann, nachdem der Vorverkauf gestartet war, nachdem man beschlossen hatte, das Konzert zu spielen, dass wir es dann in Memoriam von Peter Weibel auch durchführen. Sozusagen, ja, man kann auch sagen, als Ouvertüre zu den Schlosslichtspielen Karlsruhe. Aber bis zu dieser Ouvertüre liegt noch einiges an Arbeit vor der KME und ihren Partnern. Immerhin müssen 170 Quadratmeter Fläche beleuchtet werden, wozu 16 Hochleistungsbeamer nötig sind. Ebenso müssen Speisen- und Getränkeversorgung sowie sanitäre Anlagen stehen. All das muss bis Samstag vor den letzten Tests fertig sein. Der Vorteil? Man kann die ohnehin für die Schlosslichtspiele vorgesehene Infrastruktur nutzen. Das ist, glaube ich, der tolle Synergieeffekt, da wir hier für die Schlosslichtspiele die Soundtürme bauen, die Projektionstürme, sind wir schon hier mit Infrastruktur auf der Anlage. Ob das Wetter den Enthusiasmus des KME-Chefs teilt, ist eine andere Frage. Macht sich Wacker Sorgen, dass sich der regnerische August bis zu den Schlosslichtspielen fortsetzt? Wie jedes Open-Air-Konzert ist ein Open-Air-Konzert unter freiem Himmel. Wir können den Schlossplatz nicht überdachen und die Menschen bereiten sich darauf vor. Wenn es regnet, zieht man Regenkipp an. Wenn die Sonne scheint, schmiert man sich Sonnenmilch auf die Glatze. Das werde ich dann wahrscheinlich tun. Aber unsere Prognosen sind gut und wir gehen davon aus, dass wir ein Open-Air-Konzert bei bestem Wetter erleben. Martin Wacker blickt also mit großem Optimismus auf das Kraftwerk-Konzert, das am Samstag die Schlosslichtspiele einleitet. Einlass wird ab 19 Uhr sein und beginnen wird die Lightshow ab 21 Uhr mit dem Sonnenuntergang.